Hey, willkommen zum dritten Teil vom Sound of Silence Tutorial in der Version von Disturbed. Und wir haben jetzt in den ersten beiden Teilen schon über bestimmte Pickings und den Aufbau von Strophe 1 bis 3 gesprochen. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video auf Strophe 4 und 5 eingehen, beziehungsweise das Ende, weil das ist der Schluss von Strophe 5. Da gibt es einfach ein paar coole Sachen in den Abläufen zu checken, damit das Lied wirklich so in seinen Details auch am Start ist und stimmt, weil es lebt sehr von diesen vielen kleinen Unterschieden, weil es wiederholt sich eigentlich alles in Sachen Akkorden die ganze Zeit. Ich werde dir auch noch ein Zupfen bzw. Schlagmuster mit dem Plektrum zeigen, was du anwenden kannst, um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Lohnt sich also bis zum Schluss dabei zu bleiben und ich empfehle dir jetzt hier am Anfang, nochmal unten in der Videobeschreibung, auf den Link zu klicken, wo du meinen kostenlosen Crashkurs findest für die Gitarre. Da findest du viele nützliche Grundlagen zum Thema Gitarre. Du bekommst wirklich einige Videos zugeschickt, in denen du Dinge wie Haltung der Gitarre, des Plektrums, aber auch viele verschiedene Akkorde und Songs schon beigebracht bekommst. Eine PDF, wo auch nochmal die Akkorde, die du heute hier brauchst, nochmal schwarz auf weiß findest zum Beispiel. Also es sind wirklich über 50, 60 Akkorde da drin, glaube ich. Und damit kannst du sehr viel Nützliches anfangen, also auch für Fortgeschrittene geeignet. Lohnt sich ja vorbeizuschauen. Und jetzt legen wir los. Ich spiele dir mal vor, was du jetzt in diesem Video hier lernen wirst. Food said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Das war die vierte Strophe jetzt einmal, fast das Riff am Ende verkackt, um dir zu zeigen, dass es jetzt hier mit einem anderen Anschlag losgeht. In dem Stück ist inzwischen in Strophe 4 echt viel Alarm. Da sind Streicher, Keyboards, Pauken, Trompeten, alles am Start. Nee, Trompeten glaube ich nicht. Da düdelt auch irgendwo eine Gitarre rum, die aber eine eher untergeordnete Rolle hat. Also wir kümmern uns jetzt hier einfach um den harmonischen Ablauf und wollen das Ganze einfach ein bisschen steigern, indem wir das Ganze jetzt anders anschlagen. Also ich habe jetzt hier einen recht simplen, aber doch effektiven Anschlag gewählt. Und zwar starten wir hier wieder mit C-Dur. Einfach nur ein Achtel schlagen wir an, also auf 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Über zwei Takte und ich schlage nur runter und wechsle dann auf D-Dur, D-Moll für zwei Takte, sorry. B, 1, 2 und 3 und 4, 1 und wieder das F, ne? Der Ablauf ist wirklich der gleiche bis dahin. 1 und 2 und 4, 1 und 2 und 1. Immer noch dasselbe wie vorher in den anderen Strophen. 1 und 2 und 3 und der F. Und jetzt ein Unterschied, ein Takt F und jetzt D-Moll. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, wir haben am Schluss der vierten Strophe oder fast am Schluss der vierten Strophe einen halben Takt D-Moll, 1 und 2 und dann einen halben Takt F, 4 und wechseln dann schon aufs C. Also ist da im Prinzip jetzt nicht irgendwie noch ein halber Takt F dran gehängt. Dann aufs C, 1 und 2 und 3 und 4 und das Riff. Da kommt wieder das Riff, was wir am Ende der zweiten Strophe schon mal hatten mit D, C, F, D. Und dann geht es in die fünfte Strophe rüber. Aber ich möchte vor allem noch mal darauf hinweisen, wenn du hier diese häufigen Anschläge machst und wir jetzt hier bei diesem C gelandet sind, kurz bevor wir hier dieses Riff spielen. Dass du guckst, den Wechsel zwischen dem Akkord 1 und 2. Pick dir diese Stelle ruhig mal raus oder wenn dir das zu schwer ist, hier von diesen Achteln, um zu wechseln, vorher nur den Akkord zu legen. World of silence.
hast du einfach ein bisschen mehr Zeit, hier hochzukommen und umzugreifen. Das könnte eine Schwierigkeit an der Stelle sein. So, ansonsten, wie gesagt, kann ich dir nur empfehlen, wenn du Schwierigkeiten mit diesem Anschlag haben solltest, aber schon die Akkorde an sich kannst, wechsel erstmal zwischen zwei verschiedenen Akkorden trocken hin und her, also in diesem Fall zwischen C und D-Moll. Erstmal gucken, dass du die Wechsel gut und schnell und flott hinbekommst. Und dann fängst du an zu schlagen. 1 und 2. Kannst du erstmal zwischen diesen beiden Akkorden hin und her wechseln. Wenn das dann klappt, geht es zu BB. AB. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und wieder B. 1 und 2 und 3 und F. 1 und 2 und B. 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4 und F. Wieder C in der fünften Strophe, das gleiche Spiel, nochmal C ein Takt und D-Moll wieder. Also auch wieder da das gleiche wie in der vierten Strophe. Wieder B und F, gleiches Spiel. An der Stelle halten wir den F-Akkord jetzt länger. Ich starte jetzt hier nochmal bei dem B aufs F und dann zeige ich dir die Stelle, wo dann jetzt dann noch zwei Schläge F mehr kommen, weil das da textlich ein bisschen länger ist und der Text muss ja irgendwo untergebracht werden, also muss die Musik länger spielen. Und wir wechseln da folgendermaßen. B. Haben wir nochmal das F auf der 4 am Schluss, bevor es wieder auf unser C geht und wir schon fast im Outro sind. Also nochmal die ganze fünfte Strophe. C. Jetzt wird dieses Riff dreimal insgesamt gespielt. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und am Ende nochmal. Das dritte Mal wird dann nochmal etwas dynamischer gespielt. Es wird langsamer, aber auch lauter. Also da fester anschlagen. Und als Schlussakkord könntest du auch einfach einen D-Moll spielen. Also ich hoffe, du hast den Überblick hier gut behalten können. Wie gesagt, im zweiten Teil dieser Serie spreche ich über Strophe 1, 2 und 3 und im ersten Teil über das Intro bzw. das Zupfmuster, was sich da in dem Song ganz am Anfang aufhält. Musik.
Ja, also da auf jeden Fall, wenn du das jetzt vermissen sollst, in diesem Video da vorbeischauen. Und es kommt bei dem Song wirklich auf die Dynamik an. Also wie viel gespielt wird, dass am Anfang sehr wenig angeschlagen und gezupft wird und nachher dann eben auch mal mit einem Anschlag, wo es echt dann viele Noten gibt, viel rhythmische Informationen gibt, um das Ganze einfach abwechslungsreich zu gestalten, weil in der Grundform wiederholt es sich immer und immer wieder. Ich kann dir dann nur empfehlen, auch mal, wenn du jetzt merkst, so, ja, das ist vielleicht von den Griffen her auch ein bisschen zu fortgeschritten für mich jetzt an dieser Stelle, die 10-Minuten-Version von dem Stück auszuchecken. Die findest du auch in der Videobeschreibung. Um da einfach nochmal einen noch leichteren Zugang zu dem Stück zu bekommen, wenn du vielleicht noch eher auf dem Anfängerlevel unterwegs bist. Stichwort Anfänger, schau auch in der Videobeschreibung, hast du vielleicht auch schon gesehen, nach meinem kostenlosen Crashkurs. Der wird dir viel Unterstützung und Hilfe geben, auch so ein Tutorial wie das hier zu verstehen und Schlagmuster besser hinzubekommen, mit den Griffen weniger Schwierigkeiten zu haben, mit Wechseln von Akkorden weniger Schwierigkeiten zu haben. Es lohnt sich da vorbeizuschauen, auch für Fortgeschrittene, weil da auch eine PDF bei ist, neben den ganzen Videos, die da drin sind, wo viele Akkorde, oder ja, so ziemlich alle Akkorde, die du hier auf meinem Channel so brauchst, nochmal schwarz auf weiß gedruckt sind, dann kannst du dir das zu Hause schön hinhängen und nochmal gucken, wie ging nochmal B-Dur, C-Dur, G-Moll und so weiter und so fort und hast es direkt parat für irgendwelche anderen Tutorials, die du auf meinem Channel machst oder überhaupt draußen im Internet so findest. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du als nächstes so als Tutorials oder Gitarrentipps oder für Probleme hast in deinem Leben oder auf der Gitarre, ganz egal. Ich bin für alles hier gerne da und versuche dir bei jeder Frage zu helfen, die zu beantworten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao.